Jo, hallo und herzlich willkommen Leute zu meinem neuen Video. Und ja, das ist diesmal der Saitem Bluetooth Speaker. Zuerst kommen wir zu den technischen Daten. Das ist Bluetooth 4.0 für High Quality Audio. Dann haben wir auch eine Freisprechfunktion für unser Handy. Kann man sich auch ins Auto stellen, das ja recht klein ist. Dann haben wir 2x3 Watt, also 6 Watt Leistung insgesamt. Dann haben wir einen 1200 mAh Polymer-Akku, Lithium-Polymer-Akku. Und ja, die Maße sind 15,8 cm mal 5,9 mal 4,5 cm. So, und jetzt geht's los. Jetzt packen wir das Teil mal aus. Zuerst mal zu dem Karton. Man sieht hier, der ist dick. Also nicht nur so ein billiges Klumpert, wo man einmal ankommt, fliegt schon auseinander. So, dann haben wir hier den Bluetooth-Speaker. Ich habe den jetzt schon einen Tag in Verwendung und deswegen habe ich da jetzt kein Zellophan mehr drüber. Also normalerweise ist da noch so ein mattes Zellophan drüber. Ja, so zu dem Speaker. Er ist nicht leicht, er hat eine gute... Also er ist recht schwer, also nicht schwer halt, aber er fühlt sich halt nicht so billig an, er fühlt sich nicht so an wie 3 Gramm halt. So wie iPhone halt, es ist schwerer, aber es liegt gut in der Hand. Ja, und so, also da ist er gummiert auch mit mattem schwarzen Gummi. Ja, da haben wir die Tasten am Plus, Minus und für Bluetooth verbinden. Da, wenn ihr das da seht, das ist das Mikrofon und da oben ist eine LED, dieser kleine Punkt, und da sind die 3 Watt Lautsprecher. So, den legen wir jetzt mal hier beiseite, dann schauen wir noch da rein. Saitem Sound 10. Ja, sehr schön, das können wir da gleich rausgeben. Dieses Teil auch. So, das ist, ja, das geht auch. So, dann fangen wir mal links an. Da haben wir ein ganz normales Standard-Mikro, USB-Kabel. Aber ja, das ist halt, wenn ihr das an euren Laptop ansteckt, dann könnt ihr die Box auch so verwenden mit eurem Laptop. Und ja, aber eigentlich braucht ihr, wenn ihr jetzt nur aufladen wollt und nichts mit dem Laptop damit machen wollt, dann braucht ihr das eigentlich gar nicht, dann nehmt ihr einfach ein Samsung-Ladekabel oder ein HTC-Ladekabel. Das, was ihr dann daher gebt, einfach und aufladet. Ja. So, dann haben wir rechts noch ein Klinkenkabel, 3,5 mm Klinken. Haben wir hier, das ist sogar vergoldet. Und wir sehen, es ist schwarz-weiß. Und das ist jetzt nicht so ein normales Billigsdorfer. Also ich meine, vielleicht ist es schon ein Billigsdorfer, aber schaut halt nicht so aus. Und weil das ist nämlich ein Flachkabel, das heißt also, es ist nicht nur ein normales Klinkenkabel halt, also ja, sondern es ist ein Flachkabel. Das kennt ihr vielleicht schon von den ein oder anderen Kopfhörern, weil da haben jetzt auch schon viele ein Flachkabel, weil es einfach schöner aussieht und dünner ist. Und ja, so, jetzt habe ich das Ganze auseinandergenommen, sehr schön. So, tja. Dann geben wir das da jetzt mal weg. Ja, jetzt noch zu dem Preis, genau. Der kostet, warte, ich schau kurz nach, dann wisst ihr den Preis von jetzt. Der kostet 36,90 Euro auf Amazon und er hat 5 Sterne, also 5 Sterne auf Amazon von den Rezensionen. Das heißt, er ist besser kann es eigentlich gar nicht sein von den Bewertungen von den Leuten. Ja, so, jetzt kommen wir wieder zu dem Speaker. Wenn wir den Speaker einschalten wollen, drehen wir auf der Seite das einfach nach oben. Und dann hören wir jetzt schon so ein Geräusch. Ja. So. Und jetzt, wenn ihr jetzt connecten wollt, da bin ich nämlich auch nicht gleich drauf gekommen, weil ich die Beschreibung ja natürlich nicht gelesen habe. So, also wenn ihr den jetzt mit eurem Handy verbinden wollt, dann haltet ihr dieses Quadrat oder Viereck, haltet ihr länger, ziemlich lange sogar, bis die LED rot-blau
blinkt. Dann geht ihr einfach auf eurem Handy in die Einstellungen, dann geht ihr auf Bluetooth, dann solltet ihr Bluetooth natürlich auch mal einschalten. Ja, und da sieht man es jetzt schon bei mir, weil ich ja damit schon verbunden bin, seit dem Sound 10. Jetzt bin ich verbunden. So, und wenn man jetzt auf Musik geht, also wenn man jetzt auf Musik geht, ist natürlich schlecht, weil kommt gleich wieder die geschissene Copywriter. Aber ganz kurz, irgendein Lied kann ich ja anspielen. Ja, ist natürlich jetzt Schrott. Welches Lied soll ich da nehmen? Tja, das ist wirklich scheiße. So, jetzt habe ich eine Idee. Ich drehe jetzt da nur ganz kurz eins auf, nur damit ihr wisst, damit das auch per Bluetooth geht. Also es geht, ja. So, aber jetzt probiere ich was anderes. Nur nochmal zu dem Sound. Das mache ich jetzt mit dem Micro-USB-Kabel da, also mit dem USB-Kabel. Was man dazu bekommen hat, da stecke ich jetzt da rechts an meinen Laptop an, der steht nämlich da. Und das andere Ende gebe ich da rechts rein. So, wir sehen schon, er ladet auch schon. So. Jetzt sollte etwas so, kein Plan, warum sich das jetzt nicht verbindet. Nehmen wir einfach noch das Klinkenkabel, da macht sich das auch mal nützlich. Steckt man da oben rein, das Klinkenkabel. Und das stecke ich jetzt halt einfach so an meinen Laptop an. Aha, komisches Geräusch. So, warte, wo ist denn das da jetzt? Also wir hören schon, der Sound ist sehr kraftvoll, also es hat einen guten Bass eigentlich für die Größe. Und ja, so von dem, wenn man es in die Hand nimmt, während das Lied spielt, spürt man auch den Druck vom Bass. Also ich meine, es ist jetzt natürlich kein Subwoofer, aber es hat auch einen guten Bass, für das damit zu klein ist. Als Vergleichsobjekt habe ich auch schon den Bose Soundlink Mini getestet. Der ist natürlich ein bisschen besser, aber der kostet auch 200 Euro und der kostet nur 36 Euro, wie gesagt. Also ist sehr gut, wenn man so irgendwo im Schwimmbad oder am Strand oder irgendwo mit seinen Freunden draußen herumchillt, nimmt man sich den einfach mit, der ist ganz klein, wie man sieht, wenn ich das iPhone drauflege. Da ist das iPhone sogar breiter, also ja, also den kriegt man überall rein. Kann man sogar im Fahrrad Flaschenhalter einfach reingeben, wenn man keinen Rucksack mit hat oder so. Also man kann ihn schon mitnehmen, ist gut portabel. Und ja, das war's dann eigentlich zu dem kurzen 11 Minuten hat es dauert oder länger, zu dem Unboxing, zu dem Saiten Bluetooth-Lautsprecher. 4.0 hat der Bluetooth und ja, das war's eigentlich von mir zum Saiten Bluetooth-Speaker.
Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, meine Facebook-Page ist auch verlinkt. Könnt ihr auch liken. Ich glaube, wir haben jetzt bald 900 Likes. Wollte ich nochmal Danke sagen, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao. So Leute, jetzt muss ich euch nochmal ganz kurz belästigen. Mir ist nämlich jetzt eingefallen, nachdem ich das Video gemacht habe, damit ich was ganz Nettes vergessen habe. Ihr seht ja das Bluetooth-Symbol. Ich bin jetzt gerade mit dem Sidetime verbunden. Und ihr seht ja das Bluetooth-Symbol und ich denke mir da so letztens, was ist das da für eine Linie neben dem Bluetooth? Aber das ist keine Linie, das ist eine kleine Batterie. Und da sehe ich den Batteriestand vom Sidetime, also von dem Bluetooth-Speaker. Und ja, ist wirklich sehr nett. Also man sieht da, wie viel Akku noch der Bluetooth-Speaker hat. Also habe ich auch noch nie irgendwo gesehen oder so, damit man das da am Handy neben dem Bluetooth-Symbol sieht. Also wirklich sehr nett. Ja, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Ciao, Leute.